Ein Aktionär-TV-Experten-Interview. Schön, dass Sie dabei sind, liebe Zuschauer. Thorsten Küffner heute an meiner Seite. Hallo. Hallo. Chemie- und Agraraktien hast du uns heute mitgebracht, die wir uns genauer anschauen wollen. Wir starten mal mit BASF. Die Chemiebranche, die hat es ja nicht ganz leicht. In den letzten Jahren sind wir auch gleich im 3-Jahres-Chart bei BASF gerade. 2018, ganz düster. 2019 hat man auch noch nicht wirklich die Kurve gekriegt. Die Baderbank rechnet aber damit, dass sie dann doch bald die Kurve kriegt, die Aktie. Von Reduce of Buy erhöht von 59 auf 77 Euro angehobenes Kursziel. Würdest du dem zustimmen? Also es klingt wirklich, es ist wirklich ein massiver Schritt. Also es gibt es selten, dass im Analysten gleich um mehrere Stufen da nach oben gehen. Und für ihn ist der jetzt BASF so einer der Top-Picks für dieses Jahr. Er rechnet eben ganz klar damit, dass 2020 für die Chemiebranche eben so die Talsohle durchschritten wird, konjunkturell betrachtet. Er geht davon aus, dass im zweiten Halbjahr bergauf geht und sagt eben, das dürfte der Markt eben wieder vorwegnehmen. Und deswegen rechnet er damit, dass die BASF-Aktie deutlich anziehen wird. Ja, also bei uns aber mittel- bis langfristig sind wir auch überzeugt, dass es bei BASF wieder deutlich höhere Kurse geben wird. Aber jetzt kurzfristig ist es, finde ich, trotzdem noch ein bisschen riskant. Auch vom Chart her, da würde ich aktuell vielleicht noch ein bisschen zurückhaltend bleiben. Weil wir sind ja trotzdem auch eher so trading-orientiert, kurzfristig-orientiert. Und da würde ich wirklich sagen, aktuell rein vom Chart her und vom ganzen Sentiment spricht noch nicht so viel dafür, dass man jetzt bei BASF unbedingt dabei sein muss. Aber klar, ich meine, die Aktie ist eine langlaufende Empfehlung von uns. Wer jetzt dabei ist, kann dabei bleiben, ist eine absolute Dividendenperle. Jahr für Jahr geht die Dividende um 10 Cent nach oben. Wir sind jetzt bei einer Rendite von knapp 5%. Also wer dabei ist, kann auf jeden Fall dabei bleiben. Also kein Problem. Aber wer jetzt vielleicht so auf den optimalen Einstiegszeitpunkt wartet, ich glaube, da könnte man vielleicht noch ein bisschen abwarten. Denn wie gesagt, kurzfristig bleibt es wirklich schwierig für Chemiekonzerne. Das hat jetzt erst der Covestro-Chef im Interview jetzt bestätigt. Also die Trendwende könnte kommen, könnte aber auch ein paar Wochen und Monate noch dauern, bis es soweit ist. Na gut, schauen wir mal, wie es bei Covestro aussieht. Der CEO hat sich auch in der vergangenen Woche zu Wort gemeldet und ein Interview gegeben. Was waren denn die wichtigsten Aussagen? Wichtigsten Aussagen, also was ich wirklich bemerkenswert fand, ist ja ehrlich von ihm, dass er wirklich gesagt hat, ihm fehlt so die Fantasie, wo es bei den Abnehmerbranchen jetzt in Zukunft so richtig bergauf gehen könnte. Und er hat auch ganz klar davon gesprochen, es gibt Überkapazitäten in einigen Segmenten, die Covestro eben treffen. So das Musterbeispiel ist ja so dieses chemische Zwischenprodukt TDI. In den Jahren 2017, 2018, wo Covestro eben die Höchstkurse erreicht hatte, da lagen diese Preise für TDI in China bei über 40.000 Yuan pro Tonne. Jetzt liegen sie noch bei 11.000, 12.000. Liegt daran, dass einfach dort viele neue Anlagen an den Markt gekommen sind und dort gibt es jetzt Überkapazitäten. Das bedeutet jetzt quasi, also einer der größten Ertragsbringer für Covestro in den vergangenen Jahren, eben dieses TDI-Geschäft, MDI und so weiter, der steht massiv unter Druck. Und ich glaube damals 2018 lag der Gewinn bei Covestro bei knapp 8 Euro pro Aktie. Jetzt würde in diesem Jahr wahrscheinlich so bei 3,30 liegen. Also die Gewinne sinken und ich habe jetzt selber keine Fantasie, auch die meisten Analysten haben keine Fantasie, dass sie sehen, okay, die TDI-Preise, MDI-Preise werden gleich wieder nach oben schnell wie damals 2018, 2017. Und das ist für Covestro, glaube ich, schon jetzt erstmal mittelfristig ein großes Problem. Ich würde die Aktie aktuell nicht kaufen. Auch der Chart sieht jetzt nicht so spannend aus. Ich meine, klar, es gibt Dividendenrendite von 6%, das zieht viele Leute an, aber ich würde wirklich sagen, aktuell würde ich jetzt hier fernbleiben. Weder vom Chart noch von der fundamentalen Entwicklung her ist die Covestro-Aktie derzeit ein Kauf. Klingt auch noch ein bisschen skeptischer als bei BASF. Ja, deutlich skeptischer, ja. Okay, dann schauen wir mal, ob es in den USA vielleicht eine Alternative gibt. Corteva hast du uns noch mitgebracht, ist noch nicht so lange an der Börse. Sind es im letzten Jahr erst im Sommer an die Börse gekommen. Ein Agrarchemie-Spezialist, Sojagutsaat stellt man her. Warum ist der Wert vielleicht interessant? Also wir hatten eben vor ein paar Monaten damals mal gehabt, also eine Art Bayer-Alternative, quasi Bayer ohne Farm- und Glyphosat-Risiken. Corteva ist ja aus der Fusion von den zwei US-Riesen DuPont und Dow Chemical entstanden. Die sind ja kurzfristig zum weltgrößten Chemiekonzern verschmolzen. Dann wurden sie aber in drei verschiedene Bereiche aufgeteilt und einer davon ist in Corteva. Man spezialisiert sich, wie du sagst, auf Saatgut, auf Pflanzenschutz, also wirklich ein Markt, der durchaus interessant ist. Im letzten Jahr gab es keine berauschenden Ergebnisse, da gab es noch diverse Umstrukturierungskosten und so weiter. Jetzt aber, wenn man sich wirklich anschaut, die Entwicklung der kommenden Jahre ist durchaus spannend. Der Gewinn dürfte im zweistelligen Prozentbereich anziehen. Für das aktuelle Jahr hätten wir noch KGV von 19, im kommenden Jahr soll es auf 15 sinken. Besonders spannend finde ich auch, die Aktie notiert immer noch unter Buchwert und das ist eigentlich selten und vor allem für einen nachhaltig profitablen Konzern wie Corteva mit guten Aussichten und mit einer starken Marktstellung ist das, finde ich, ein absolutes Schnäppchen aktuell, die Aktie. Dezember ist die mal richtig nach oben geschossen, lag daran, dass allgemein im Agrarchemiebereich ein bisschen Geld reingeflossen ist. Jetzt hier der kurze Rebound, also ich glaube durchaus, wer langfristig orientiert ist, der kann jetzt auf diesem Niveau bei Corteva gerne zugreifen.
Letzter Wert für heute, der K plus S, die niedrigen Kali-Preise, die belasten natürlich weiterhin. Ist da mal ein Anziehen der Preise absehbar, was natürlich dann auch wieder vielleicht der Aktie zugute kommen könnte? Wir schauen da immer wieder drauf, aber zum Beispiel jetzt in der letzten Woche gab es wieder in Brasilien, sind die Kali-Preise wieder nach unten gegangen, ein wichtiger Markt für alle Kali-Hersteller. K plus S und andere Hersteller haben ja schon die Produktion gesenkt, um eben die Überkapazität am Markt quasi abzubauen, das Überangebot am Markt abzubauen, um die Preise zu stabilisieren. Aber noch funktioniert das nicht. Es haben aber auch viele Experten damit gerechnet, dass das durchaus ein paar Monate dauern kann. Vielleicht ein bisschen Hoffnung machen jetzt so die allmählich anziehenden Preise für Weizen, für Mais, für ein bisschen. Das könnte jetzt Hoffnung geben, ansonsten wird es wirklich sehr schwer für K plus S. Man hat ja eine sehr hohe Verschuldung und durch den Bau der wichtigen Mine in Kanada 3,5 Milliarden Euro, das ist schon ein Wort und für K plus S also schwer zu stemmen jetzt über Jahre hinweg. Jetzt muss man überlegen, verkauft man einige Assets vielleicht, jetzt, man hat schon veröffentlicht, dass man bereit wäre, diverse Sparten vielleicht zu verkaufen und sich einen Partner ins Boot zu holen. Man braucht eine höhere Profitabilität, aber wie gesagt, dazu braucht man höhere Kali-Preise. Also es ist wirklich aktuell eine schwierige Marktlage für K plus S, man sieht es auch am Chart, aber wir glauben wirklich auch, dass es mittel- bis langfristig gute Aussichten sind für K plus S. Aber wann es wirklich nachhaltig besser wird, das steht aktuell noch in den Sternen. Wer wirklich sehr viel Mut hat, kann sich jetzt hier positionieren. Ich meine, die Bewertung ist extrem niedrig. Also wir notieren hier weit unter dem ausgewiesenen Eigenkapital. Und wie gesagt, es ist, man hat ein funktionierendes Werk in Kanada mit wirklich guten Aussichten. Ist jetzt die Frage, steige ich jetzt ein, wo ich wirklich sehr viel Mut habe, oder warte ich jetzt noch ab? Also das ist eine Frage, die jeder für sich beantworten muss. An sich sind wir bei, wer dabei ist, der sollte wirklich so bei 8,50 dann einen engen Stoppkurs setzen. Also da muss man wirklich abwarten, wann jetzt wirklich ein nachhaltiger Boden gelegt wird. Möglicherweise klappt das jetzt schon im Bereich von 10, möglicherweise klappt das weiter unten. Also wie gesagt, eine Aktie für ganz, ganz starke Nerven. Gut, schauen wir beim nächsten Mal vielleicht wieder drauf. Das war es erstmal für heute. Dankeschön, Thorsten. Dankeschön. Danke auch Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.